Ich begrüße jetzt in unserem kleinen Fernsehstudio hier auf der SPS IPC 3 in Nürnberg Rainer Lumme. Er arbeitet als Produktmanager bei der Steute Schaltgeräte GmbH und Co. KG und er ist für den Produktbereich Extrem verantwortlich. Guten Tag, Herr Lumme. Hallo, guten Tag, Herr Lehmann. Ob in Abfüllanlagen, Läuterbottichen oder zur Überwachung von Ventilen. Die Einsatzmöglichkeiten der Schaltgeräte von Steute sind nahezu unbegrenzt. Gleiches gilt für die Produktvielfalt des Unternehmens. Damit die Kunden schneller zu dem Produkt finden, das sie gerne haben wollen, haben sie ihr Gesamtportfolio in vier Produktbereiche unterteilt. Einer davon ist der Produktbereich Extrem. Herr Lumme, was zeichnet die Extrem-Produkte aus? Ja, also Extrem ist halt das Motto, sicher schalten unter extremen Bedingungen. Und dazu gehört halt extreme Umgebungsbedingungen oder auch extreme Prozessbedingungen, wie Sie sie erkennen. Und das können sein hohe IP-Schutzarten, das kann sein eine hohe Umgebungstemperatur, eine tiefe Umgebungstemperatur. Das sind korrosionsbeständige Produkte und erschütterungsbeständige Produkte und eben auch explosionsgefährdete Bereiche, wo ich exgeschützte Produkte brauche. Das haben Sie jetzt schon gesagt, Explosionsschutz ist ein wichtiges Thema. In welchen Explosionsschutzklassen gibt es die Geräte? Also wir haben eigentlich für alle Exzonen was im Programm. Das ist eben bei der Gasexzone 0, 1 und 2 oder auch bei der Staubexzone 20, 21, 22. Und welche Zertifikate haben Sie da? Oh, da gibt es mittlerweile sehr viele. Wir haben die wichtigsten, die europäische ATEX-Zulassung. Wir haben die internationale IECEX-Zulassung. Wir haben die russische GOS-Zulassung, die chinesische NEPSI-Zulassung, die brasilianische Inmetro und die nordamerikanische CCSA-US-Zulassung. Also das heißt, die Geräte können eigentlich auf der ganzen Welt eingesetzt werden? Ja, so ziemlich. Wenn es um extreme Prozessbedingungen geht, spielt ja der Spritzwasserschutz eine wichtige Rolle. In welchen EP-Schutzklassen sind die Geräte erhältlich? Also wir haben bei unserem Programm eigentlich alle EP-Schutzarten. Wir fangen an mit IP65, was ja der Standard ist im Automationsbereich und gehen dann eben weiter auf IP66, was im Offshore-Shipping-Bereich sehr oft verwendet wird und dann hoch IP67, IP68 bis zu IP69K, was eben hochdruckreinigerdicht ist. Jetzt haben wir die Schutzklassen kurz besprochen. Für welchen Temperaturbereich sind die Geräte ausgelegt? Das kommt darauf an, ob wir von Ex-Geräten sprechen oder den reinen Extreme-Geräten ohne Ex-Schutz. Wir können von minus 60 Grad bis plus 200 Grad die Geräte anbieten. In der Extreme-Produktfamilie oder zur Extreme-Produktfamilie gehören die Normschalter. Wozu braucht man eigentlich Normschalter in der Prozessindustrie? Ja, also der Normschalter hat sich entwickelt vor über 20, 30 Jahren und er ist deswegen eigentlich entstanden, um dem Kunden eigentlich ein Produkt zu bieten, was austauschbar ist. Das heißt, dann kann ein Kunde eben von verschiedenen Lieferanten eigentlich immer das gleiche Produkt kaufen. Und weil es eben ein Normschalter ist, was eben heißt, dass die Anschraubmaße und die Betätigungsmaße und die Kontaktschaltwege immer gleich sind, kann er eigentlich sozusagen die Lieferanten wechseln, ohne dass er komplett seine Anschraubmaße ändern muss an seiner Anlage. Also die Normschalter sind so konstruiert oder größenmäßig so ausgelegt, dass man sie gegeneinander austauschen kann. Welche Funktionen können jetzt Normschalter in der chemischen, pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie übernehmen oder ausführen? Können Sie da zwei Normschalter vorstellen und auch ihre Funktion bitte kurz benennen? Ja, es gibt zwei Normschaltereien. Ich habe jetzt hier den großen Normschalter nach EN50047. Und der wird sehr oft eingesetzt zur Absicherung von Türen, Klappen, Deckeln, also überall, wo es um Sicherheit geht und Maschinensicherheit geht, dort wird dieser eingesetzt. Und es gibt hier eine andere Ausführung mit einem anderen Betätiger, das ist der sogenannte Band-Schieflaufschalter. Der wird eingesetzt eben an Förderbändern, um dort den Spurlauf des Förderbandes zu überwachen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den PCs, die Schaltgeräte und Sensoren, die Steute unter dem Label Extrem anbietet, sind hart im Nehmen. Rauen Prozessbedingungen halten sie problemlos stand. Das war das Interview mit Rainer Lumme von Steute Schaltgeräte. Herr Lumme, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Herr Lehmann.